So, guten Morgen. Es ist 9 Uhr und ich möchte den Druck auf Pünktlichkeit, den wir ja so toll gefolgt seid bisher, auch weiter aufrechterhalten, damit das nicht nachlässt. Und beginnen. Ich begrüße Herrn Köhler, der zu uns gestoßen ist. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Was ich gestern versäumt habe, ist unser der Leiter ISB, der Thorsten, hat Geburtstag gehabt. Oh. Hat der gestern Geburtstag gehabt? Ja. Ja. Ich erzähle, selbst in Brasilien habe ich Erfolge damit gehabt, dass die Leute immer pünktlicher wurden, weil ich am Anfang immer Sense-Stories erzählt habe. Und die wollten die dann nicht verpassen. Eine, ich habe sie vielleicht hier schon mal erzählt, aber sie ist mir geblieben. Ich habe früher viel Zen-Stories erzählt und irgendwann hat mich jemand ganz ehrfürchtig gefragt, in welchem Kloster ich denn gelernt hätte. Ich habe gesagt, gar nicht, aber ich habe einen unheimlich scharfen Zen-Comic. Wenn ihr wollt, stellen wir den unten rein. aus den 70er Jahren noch, aber wirklich ein paar klasse Stories drin. Und eine davon möchte ich erzählen, weil ich merke, dass ich manchmal, weil ich ja nicht mehr so viel draußen bin in den Unternehmen, denke ich, die Welt wäre überall so, wie sie im ISB gemacht und gedacht wird. Und dann kann ich es manchmal überhaupt nicht fassen, in welchem Jahrhundert wir draußen noch zum Teil sind. Auf der anderen Seite ist es ja richtig, dass wir einerseits versuchen, weit vorauszueilen, aber ich habe auch den Spruch geprägt, auch wer zu früh kommt, der bestraft die Geschichte. Also es ist dann auch, wenn man dann zu weit voraus ist, reißt gern die Anschlussfähigkeit und das ist so ein Balanceakt. Und gleichzeitig bin ich unheimlich froh, dass wir schon seit 30 Jahren das Unternehmenskulturthema ventilieren, weil uns jetzt kommt die Zeit uns richtig entgegen und wir haben einfach schon unheimlich viel entwickelt. Und dazu gibt es eben die Geschichte von dieser Schnecke. Habe ich die schon mal erzählt hier? Ja, also nochmal. Ja. Also die Schnecke, die den Baum hochkriecht und es ist so vielleicht die Jahreszeit wie jetzt, vielleicht ein bisschen später. Und es kommt eine Krähe, wenn ihr unten von dem Kalender mitnehmt, so eine Krähe, wie sie, die Rabe, wie sie dort ist, und fragt die Schnecke, sag mal, was willst du denn jetzt auf dem Kirschbaum? Und das sagt die Schnecke, Kirschen essen. Und das sagt die Krähe, da hat es keine Kirschen jetzt. Dann sagt die Schnecke, bis ich oben bin, wird es welche haben. So, in diesem Sinne. eine Vorschau. So, ich freue mich, Franz, dass du uns von deiner Arbeit in der Akademie erzählst und bin einfach gespannt. Vielen Dank. Ja, Coaching. Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches guten Morgen. Und der Bernd hat ja jetzt mehr oder weniger schon deutlich gemacht, dass es in meiner Organisation auch auf die Geschwindigkeit ankommt. Es kommt aber auch auf die Disziplin an. Und wir haben ja gestern schon festgestellt, dass wir die Gemeinsamkeit Zugewandtheit haben. Wir haben auch eine weitere Gemeinsamkeit. Wir fangen beispielsweise unsere Veranstaltungen so diszipliniert an, dass immer 2 Minuten vorher das schon beginnt. Das heißt, die Leute sind immer 10 Minuten vorher da. Das ist eine gemeinsame Kultur. Und das funktioniert auch wunderbar mit Ihnen. Und lassen Sie mich jetzt da weitermachen, wo ich gestern angefangen habe, Ihnen ein Stück die Gruppe vertraut zu machen. Und das ist notwendig, um zu verstehen, was geht da eigentlich ab mit dieser Sparkassenakademie. Und darum erlauben Sie mir 2-3 Minuten so eine kleine historische Hinführung. Was ist das eigentlich, um dann immer mehr auf den Punkt zu kommen? 1978 haben sich die bayerischen Sparkassen entschieden, wie viele andere Sparkassen,
eigene Akademien zu gründen. Und zwar mit dem Ziel, dass sie kommend aus dem Gedanken heraus der Verwaltungsschulen, das ist mittlere Laufbahn, gehobene Laufbahn, höherer Dienst, und das ist ja eine sehr strukturierte Ausbildung, immer mehr Inhalte hineinbekommen, was das Banking-Know-how ausmacht, weil die Ansprüche der Kunden eben gestiegen sind und weil man gemerkt hat, man muss sich dort weiter professionalisieren. Und deshalb hat man eine riesige Qualifizierungsinfrastruktur aufgebaut. Damals haben das 115 Sparkassen gegründet und diese 115 waren sozusagen in einer Größenordnung, dass sie nie allein so ein professionelles, ausdifferenziertes Qualifizierungsangebot hätten hinstellen können und dann auch durchgehend leisten. Und so ist die Sparkassenakademie heute ein kultureller Raum, der seit über 30 Jahren besteht. Diese Akademie ist so campusartig, die liegt auf 12 Hektar, hat 430 Apartments. Also wir haben gleichzeitig 430 Teilnehmer vor Ort und die Akademie verfügt über 55 Seminar-Gruppenarbeitsräume, über reichhaltiges Angebot vom Schwimmbad, über eine Dreifachturnhalle, Kardioraum, also alles, was sie sozusagen derjenige, der ein Seminarhotel besuchen möchte, wünscht, damit es gut zusammengeht im Sinn von Lernatmosphäre schaffen mit einer gleichzeitig sehr professionellen Infrastruktur. Und jetzt ist dort ein Ort gewachsen, der drei Dinge in sich vereint. Einmal wird dort qualifiziert. Und zwar so qualifiziert, dass alle Sparkassenmitarbeiter alle zwei Jahre da mal durchgelaufen sind. In Bayern gibt es so 44.000 Sparkassenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben 22.000 im Jahr vor Ort. Also wir setzen die ganze Organisation alle zwei Jahre einmal um. Und das heißt, wir haben eine vollkommene Repräsentanz dieses kulturellen Ortes in jedem Kopf. Und ich betone das jetzt deshalb so, um deutlich zu machen, wie sehr dieses "Wir machen stationär in Landshut die Qualifizierung" prägend ist. Und wie anspruchsvoll es ist, jetzt zu sagen, wir gehen raus in die Sparkassen vor Ort oder wir gehen virtuell in den virtuellen Raum. Wir setzen im Schwerpunkt auf ganz junge Mitarbeiter. Also nach der Ausbildung bekommen wir alle Jungen und deshalb sind 50% unserer Teilnehmer unter 25 Jahre alt. Und von diesen sind 62% Frauen. Die Sparkasse ist also nicht nur im Artikel weiblich, sie ist schlichtweg eine von Frauen betriebene Veranstaltung. Und man schafft es auch ganz gut, wenn wir über Karriere reden, bis über die mittleren Positionen und dann gibt es so einen Knick. Darum haben wir heute noch zu wenig Frauen in den einzelnen Vorständen, um gleich diese Frage vorwegzunehmen. Jetzt brauche ich den Thorsten. Ich zeige Ihnen so einen ganz kleinen Trailer, damit Sie einen Einblick haben, über welchen Ort wir reden. Wir wollen keine Endlosschleife. Haben Sie ein bisschen einen Eindruck, was das für ein Ort ist? War die Zahl richtig? 430 Zimmer? Ja. Also wir sind, es gibt nur noch ein größeres Hotel in Bayern, das ist das Allgäu Stern, das hat 480 Apartments.
Und da fragen wir immer nach, wie die das managen, wenn wir sozusagen mit unserer Größenordnung Unterstützung brauchen. Und das ist gleichzeitig in der heutigen Zeit ein Thema, das uns auf die Füße fällt, weil du das in der Form nicht mehr ausgelastet bekommst. Deswegen habe ich vor 6 Jahren angefangen, das Haus zu öffnen. Und zwar als Seminarhaus für alle, die da kommen. Und jetzt bin ich so am letzten Punkt im Sinn von, bisher habe ich die Geschäftsbanker immer noch ausgeladen. Und das werde ich jetzt im April auch schaffen, wenn ich unserem Vorstand einfach die Zahlenentwicklungen vorlege, dass es jetzt notwendig ist, die letzte Hürde zu nehmen und das Haus ungesehen für alle aufzumachen. Also in diesem Sinn sind Sie mir alle herzlich willkommen. Sie sagen, Sie haben eine Dreifachsporthalle dort, lässt sich auch die Halle mieten? Die Halle können Sie auch mieten, ja. Danke, mehr Information brauche ich jetzt nicht. Gut. Jetzt zeige ich Ihnen einen Slice, so wie wir bisher sozusagen gearbeitet haben, im Sinn von konservativ. Ich möchte Ihnen nur ein bisschen deutlich machen, was so der Schwerpunkt ist. Wir kriegen jetzt alle Auszubildenden rein. Bankkaufmann, Bankkauffrau. Die schließen in den Sparkassen die Lehren ab und wir wirken jetzt mehr oder weniger als Weiterbildungszentrum dort drin, bilden aus zum Sparkassenfachwirt, zum Sparkassenbetriebswirt. Wir haben eine eigene Hochschule, Bachelor, Master und wenn Sie so wollen, sind wir eine Corporate Academy oder eine Corporate University. Nur mit dem Unterschied, und jetzt beginnt sozusagen meine Einlassung, keiner spricht das in dieser Form aus. Weil das jeder sozusagen bisher als einen natürlich gewachsenen Vorgang ansieht, da gibt es also eine Organisation wie die Sparkassenakademie, die ist verantwortlich für die Qualifizierung und in diesem Zusammenhang auch verantwortlich für die Laufbahnentwicklung. Also wenn Sie so wollen, das, was Sie aus Unternehmen kennen, dass ein Personalentwickler intern die Laufbahnen beschreibt, die Positionen besetzt und die Qualifizierungsprogramme macht, das machen wir sozusagen von außen. Wir flanschen dort an. Und je nachdem, so wie ich Ihnen das gestern beschrieben habe, wie professionell jetzt die Personalentwickler vor Ort sind, in den Großen sehr professionell, in den Kleinen eben mehr verwaltungsorientiert, haben wir sozusagen dort drin Expertise und können richtig anknüpfen und bestimmen auch deren Programme. Oder wir werden als Zulieferer wahrgenommen und die bestimmen sozusagen mehr oder weniger die Art und Weise des Einkaufs. Merken, weil das ist wichtig, wenn wir über die Größenordnungen sprechen. Und das würde dann so aussehen, Bankkaufmann, Service, Beratung, Sparkassenfachwirt, Privatkundenberatung, Sparkassenbetriebswirt, Individualkundenberatung, Bachelor, Hochschule, geht es immer weiter rauf. Bisher haben wir mit unseren Lehrgängen mehr oder weniger auch die Laufbahnen mitgetragen. Und das hat bisher sehr gut funktioniert, weil wir bisher ganz wenig Bewegung im Geschäftsmodell haben. Nachvollziehbar? Also so wie die Sparkassen, so wie sie vor 30 Jahren kennengelernt haben, ist es auch heute noch. Und jetzt passieren aber gravierende Veränderungen im Markt. Und diese Veränderungen haben zur Folge, dass jede Sparkasse nicht nur über das Geschäftsmodell nachdenkt, sondern dass sie sich gravierend von ihrer Aufbau- und Ablauforganisation verändert. Und jetzt braucht es auf einmal ganz andere Kompetenzen. Und jetzt muss man anders einklinken in die Sparkassen vor Ort. Und wenn wir über die Herausforderungen reden, dann sind es diese, kann man das ein bisschen lesen? Also einmal ist es die Regulatorik. Das ist das, was Sie immer über die Politiker mitbekommen, im Sinn von, wir beaufsichtigen die Banken in Bezug auf Falschberatung. Die setzen da einen Verwaltungsprozess auf ohne Ende. Dann ist es das Niedrigzinsumfeld. Das tut uns eigentlich am meisten weh, weil man darüber den Ertrag, den man braucht, nicht mehr erwirtschaften kann, um diese riesige Infrastruktur für uns alle vorzuhalten. Also wir haben da draußen allein 24.000 Geldautomaten und man kann einfach hochrechnen, was so ein Geldautomat kostet, was die Versorgung kostet und man weiß, man kann es nicht mehr erwirtschaften. Das dritte ist unser Verhalten.
Kundenverhalten. Also wir gehen nicht mehr in die einzelnen Geschäftsstellen, also wir frequentieren diese Infrastruktur nicht mehr, sondern wir gehen online. Wir erwarten auch, dass wir online gehen können. Und wenn wir das in unserer Sparkasse nicht bekommen, dann suchen wir uns Direktanlagebanken oder wir gehen in Geschäftsbanken, die diese Technologie anbietet. So kommt der Wettbewerber ins Spiel. Und zum Schluss ist es die Demografie. Die Demografie kommt uns jetzt ein Stück entgegen im Sinn von, weil wir große Alterskohorten haben. Und das heißt, wenn wir jetzt konsolidieren und abbauen, kann man es sehr sozialverträglich machen. Andererseits ist es auch eine große Herausforderung. Beispielsweise meine Mitarbeiter haben diese Akademie alle gegründet. Ich habe die seit 30 Jahren da drin. Und wir sind jetzt zu 70% 50 Jahre und älter. Zu 70% 50 Jahre und älter. Und die Auswirkungen, die das jetzt hat, ist letztendlich, wenn du nicht mehr so viel Geld hast, kannst du die Infrastruktur nicht bezahlen und dann musst du konsolidieren. Und das heißt zum einen, die Akademie muss sich überlegen, was macht sie mit dieser riesigen Infrastruktur? Und da ist einer unserer Pläne, wir machen das auf für alle. Wenn jemand von Ihnen eine eigene Akademie betreibt und er braucht Infrastruktur, dann würden wir so ein Konzept fahren, Akademie in der Akademie, bloß um ein paar Stichworte zu sagen. Und so kümmern wir uns um diese Infrastruktur. Und wir sind da sehr professionell drin. Aber darauf will ich nicht näher eingehen, weil Sie ja keine Architekten sind oder Hotelmanager, die sich damit beschäftigen. Ich möchte darauf eingehen, was machen wir im Rahmen dieser Digitalisierung? Ich möchte darauf eingehen, wie werden wir anschlussfähig mit unseren Produkten an die Veränderungen, die in Sparkassen stattfinden, sodass wir zwei Dinge gewährleisten können. Auf der einen Seite sind wir Qualifizierer und auf der anderen Seite erkennen wir, was wir im Rahmen der vorherrschenden Rahmenbedingungen besprechen müssen, wenn es um Kontrakte geht, damit die auch da sind, dass die Qualifizierungsprodukte anschlussfähig sind. Und dann sind wir bei diesem Thema strategische Personalentwicklung, dass sie sozusagen die Strategie des jeweiligen Hauses massiv unterstützen und dass das auch deutlich wird. Und ich habe jetzt damit begonnen, so einen Überblick zu machen im Sinn von, was ist denn das große Dach? Was sind die zentralen Worte, mit denen ich arbeite? Also, ich schildere Ihnen jetzt auf diesen Folien, was ich meinen Führungskräften und zunehmend meinen Mitarbeitern immer wieder deutlich mache. Und ich zeige Ihnen den Zusammenhang auf. Es herrscht ganz viel implizites Wissen. Also wir arbeiten bereits strategieorientiert und wir machen das im Rahmen unserer Angebote sehr, sehr gut. Das heißt, wir erkennen am Markt, was sich bewegt. Beispielsweise momentan haben wir ein riesiges Thema, Wohn-, Bau-, Immobilien-, Kreditrichtlinie, so heißt das Ding, gell? Da geht es darum, es muss ein Beratungsprotokoll aufgesetzt werden für den Fall, dass jemand bei der Finanzierung falsch beraten wird und dass der Kunde uns dann verklagen kann. Da hängen wir sozusagen ganz eng am Markt. Jetzt warten wir, was die Bundesregierung da entscheidet. Und in dem Moment, wo entschieden ist, fließt dieses gesamte Know-how, und das ist ja strategieorientiert, weil es die Sparkassen betrifft, in unsere wesentlichen Produkte mit ein. Das machen wir. Bloß wir haben zu wenig Bewusstsein darüber, dass wir sozusagen ausgehend von der Geschäftsstrategie und den Marktbedingungen bereits strategieorientiert arbeiten. Und jetzt habe ich mir so einen Foliensatz, genau diese Slides, die ich Ihnen jetzt zeige, mit meinen Führungskräften erarbeitet. Wir machen das immer gemeinsam. Wir haben so eine Dreierrunde. Das sind sozusagen die Obersten. Und die geben das dann weiter nach unten, die multiplizieren das, um explizit zu machen, was wir bereits machen. Dass wir nämlich strategieorientiert unterwegs sind und zusammen mit den Sparkassen uns das erarbeiten. Sparkassen sind dafür verantwortlich, Menschen in die Organisation hinein zu rekrutieren. Das sind die Auszubildenden, die Trainees. Wir unterstützen dabei mit eignungsdiagnostischen Instrumenten. Wenn die durch die Erstausbildung gelaufen sind,
dann kommen die zu uns in diese Aufstiegsweiterbildung. Das ist die konservative Folie, die ich Ihnen gezeigt habe. Und da passiert bereits so etwas. Die ganzen Inhalte werden strategieorientiert angelegt und kontinuierlich aktualisiert. Und dann geht es rüber in die Anpassungsqualifizierung. Alles, was sich ändert außerhalb der Lehrgänge, vermittle ich dort. Und wir haben momentan ein Produktangebot von 850 Produkten. Und das lassen wir jedes Jahr durchlaufen im Sinn von, wie ist da die Ausbuchungsquote, wird das nachgefragt und wenn es nicht mehr nachgefragt wird, schmeißen wir es raus und nehmen was anderes rein. Dann waren wir bisher auch immer verantwortlich für die Nachfolgeplanung, für die Laufbahnentwicklung. Und das, was jetzt neu dazukommt, ist mein Ziel, dass wir viel stärker in diese Form der Organisationsentwicklung reingehen können. Und jetzt arbeite ich kontinuierlich. Wenn so ein Foliensatz entsteht, dann sage ich immer, das hört sich jetzt zwar anders an, andere Begrifflichkeiten, aber wie würdest du dazu sagen? Wie haben wir früher dazu gesagt und wie würden wir heute dazu sagen? Und mit welchen Worten würdest du es dem Kunden erklären, dass du strategieorientiert unterwegs bist? Weil es passiert Folgendes. Wenn sich etwas bewegt, dann hat jeder Marktteilnehmer unheimliche Eintrittschancen. Das heißt, so wie Sie hier vor mir sitzen, haben Sie alle Eintrittschancen in der derzeitigen Situation, Sparkassen zu beraten. Jetzt kommen Sie rein und sagen, hey, das muss man alles ganz anders machen, wir müssen wesentlich stärker strategieorientiert unterwegs sein. Dann kommen wir rein mit einer anderen Sprache und sagen, übrigens, wir haben hier ein Produkt zur Wohn-, Bau-, Immobilienkreditrichtlinie. Ne? Und kommen mit der Haltung Produkt, weil ja implizit bei uns drinsteckt im Sinn, hey, wir sind ja strategieorientiert, bloß es herrscht kein Bewusstsein darüber. Und deswegen kann ich es dem Kunden nicht sagen, ich kann es beim Kunden nicht verankern und ich kann vor allen Dingen dem Kunden nicht deutlich machen, ich bin auch in dieser Bewegung weiterhin dein Partner. Und deswegen fange ich jetzt an, so ein Dach zu machen und das kontinuierlich, wir üben Sprache, ne? Und wir trauen uns auch auszusprechen Dinge, die bisher nicht so in unserem Vokabular waren. Das Zweite ist, dass ich zeige, wo sind wir denn tatsächlich strategieorientiert unterwegs im Sinn von Hebel. Also ich mache Beispiele. Das Ziel ist jetzt Ertragssteigerung, weil die Erträge brechen uns weg. Dann ist das zweite Ziel multimedialer Vertrieb. Also das, was ich vorher geschildert habe im Sinn von Digitalisierung. Du musst viel mehr Kanäle bespielen. Und wo unterstützen wir jetzt die Sparkassen im Sinne einer Strategieorientierung, diese Kanäle zu bespielen? Und das Dritte ist Arbeitgeberattraktivität, wenn die Branche konsolidiert und Sie lesen jeden Tag in der Zeitung, die Deutsche, haben Sie gestern gelesen, baut 9000 Arbeitsplätze ab. Die Dresdner, haben Sie letztes Jahr gelesen, baut 4000 Arbeitsplätze ab. Und wenn jetzt die Genossen und die Sparkassen auch noch anfangen, dann wirkt es sozusagen fatal auf die gesamte Branche. Und Mama und Papa sagen zu den Jungen, was verständlich ist, was wir genauso machen würden, da gehst du nicht hin. Und deshalb müssen wir ganz hart Gegenbewegung an der Arbeitgeberattraktivität arbeiten. Und jetzt mache ich bewusst, wo arbeiten wir und wie erzielen wir das? Beispielsweise dieses große Curriculum, das wir haben, das heißt Kundenberaterlehrgang, da sichern wir die Qualität am Kunden. Und unser Ziel ist, jeder, der bei uns war, kann sofort, wenn er an seinen Arbeitsplatz geht, den Kunden beraten. Und in der Transferphase zeigt er uns das, da kriegt er sozusagen Ziele von uns. Und diese Ziele sind Verkaufsziele, die tracken wir und da zeigt er uns, dass er das kann. Und darüber können wir dann den Sparkassen deutlich machen, pass auf, Qualifizierung wirkt unmittelbar bereits im Vertrieb und ich bin ein Hebel, ein strategischer Hebel im Rahmen der Personalentwicklung, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Multimedialer Vertrieb, das ist jetzt die Chance, die wir haben, um in diese virtuelle Akademie reinzukommen. Das Ziel ist, dass die Sparkassen gesetzt haben, dass wir über jeden Kanal, über den Sie sozusagen auch kommunizieren, Telefon, Video, Online, SMS,
genauso mit ihnen in Kontakt treten können und den Kontakt halten können. Und das heißt für uns, wenn ich jetzt die Menschen in die Akademie hole und sage, jetzt trainieren wir mal Online-Banking, ist das ja ein kolossaler Medienbruch. Wenn ich aber sage, wir trainieren das im virtuellen Raum, über Webinare, über Telefoncoaching, über Selbstlernprogramme, dann entspreche ich sozusagen der momentanen Anforderung des Marktes. Und darüber bin ich vollkommen strategisch orientiert. Und jetzt habe ich auch die Chance zu sagen, kulturell, wir müssen unseren Standort verlassen, den wir so lieben, für den wir so kämpfen und wo wir ständig Leute reinbunkern. Und wir müssen sozusagen in den virtuellen Raum rausgehen mit den ganzen Funktionalitäten, die es braucht, um weiterhin den Ansprüchen unserer Sparkassen, also unserer Kunden, gerecht zu werden, um als strategischer Partner wahrgenommen zu werden. Das heißt, eins meiner Ziele ist immer zu überlegen, was sind denn die Haupthebel, die eine Organisation gerade bespielt, damit sie sich strategisch positionieren kann. Und dann überlege ich und spiele ich da drin eine Rolle in diesem Haupthebel. Also wie kann ich sozusagen über Kompetenzaufbau dazu beitragen, dass dieser Haupthebel mit bespielt wird. Das geht nicht überall, aber in vielen Fällen geht es sehr gut. Und das ist strategische Personalentwicklung vom Markt her gedacht, vom Kunden her gedacht, immer mit dem Ziel, was sind so die Hebel. Das waren gestern die Fragen, die Sie an den Kollegen vor mir gestellt haben, im Sinn von, wie ist denn dein Teil strategisch eingebettet, welches Ziel verfolgst du damit, was hast du denn für Markterfordernisse und so weiter. Und das gelingt sehr schön. Also über dieses implizite Wissen, das da ist, brauche ich jetzt nur immer hergehen und sagen, pass auf, das machen wir ja bisher. Du sagst es nur nicht. Du machst es nicht deutlich. Und wenn du jetzt zum Kunden rausgehst, sagst du, ich habe hier ein Produkt, ich bringe dir ein Produkt mit. Du sagst nicht, pass auf, du hast folgendes Problem. Ich habe erkannt, du musst folgenden Hebel bespielen. In diesem Zusammenhang bin ich dein strategischer Partner. Und das ist ein Lösungsangebot in Verbindung mit der Analyse, die wir vor Ort machen müssen. Und das reinzukriegen über die Führungskräfte an die einzelnen Mitarbeiter, die sich bisher im Schwerpunkt als Seminarreferenten vor Ort in Unterrichtsräumen verstehen, das ist gerade eine meiner Hauptaufgaben. Und darum braucht es immer wieder dieses Dach. Und da gilt ein alter Retailerspruch. Also bei den Retailern habe ich gelernt, alle immer wieder. Alle immer wieder. Das heißt, alle deine Kunden immer wieder. Und nicht mit ständigen Variationen, sondern du erzählst immer wieder sozusagen im Grunde dasselbe, man könnte sagen das Gleiche, weil du schmückst es ja immer wieder anders aus. Aber wenn du kontinuierlich mit einer anderen Idee kommst, dann reißt du zwar was an, du wirst aber nicht nachhaltig und du kommst nicht in den Kopf deines Kunden rein. Und das Ziel ist jetzt, ich möchte einmal in die Köpfe meiner Mitarbeiter, indem ich ihnen sage, wir müssen nicht so viel verändern. Du hast es bisher als Stärke drauf. Jetzt müssen wir es anders formulieren und wir müssen es in einem anderen Zusammenhang sehen. Und das erzählst du jetzt bitte jedem deiner Kunden. Und wir sind viel draußen. Wir führen also einmal im Jahr mit jeder Sparkasse so ein Grundsatzgespräch, wo es darum geht, wie entwickeln sie sich strategisch weiter, was haben sie für Bedürfnisse, für Anforderungen. Wir schreiben uns darüber ganz saubere Berichte. Wir stellen das ein ins Netz und stellen uns das sozusagen als Netzwerk zur Verfügung. Und dann wird es nach dem Durchlauf durchgearbeitet, die Schwerpunkte werden geguckt, sind die bearbeitet worden oder nicht. Und das, was dann noch offen ist, das arbeiten wir alles ab. Wo organisieren wir das? Wir organisieren Lernräume an drei unterschiedlichen Orten. Einmal in der Akademie. Das ist nach wie vor ein Hauptteil unseres Geschäftes. Wir organisieren es aber auch schon vor Ort. Wenn ich Ihnen ein paar so Zahlen vorlesen darf. Wir sind jetzt beispielsweise 2015
1721 Beratertage vor Ort in den Sparkassen gewesen. 1721 Tage. Ne? Wenn man das mal hochrechnet, im Sinn von 100 Tage macht jeder, sind 17 Trainer, Referenten, die ich da kontinuierlich laufen habe. In der Akademie haben wir 3400 Tage trainiert. Also ist schon noch. Und wenn ich das ausrechne im virtuellen Raum, war ich 200 Tage unterwegs. Und das muss ich noch viel stärker machen. Und da habe ich eben diese Problematik, der Ort prägt es ja. Jeder möchte im Unterrichtsraum arbeiten, weil er sich da wohlfühlt und weil er sozusagen das in der Form noch nicht beherrscht, wie man die virtuellen Räume bespielt. Diese Orte sind mir jetzt wichtig, weil ich Ihnen im Anschluss, ich muss das ein bisschen zusammensetzen, was ich da alles mache, zeige, wie ich damit umgehe. Also drei Orte, einen machen wir super. Den anderen, den lernen wir gerade mit diesen 1700 Tagen, sind wir gut unterwegs. Und den dritten bauen wir gerade auf. Und jetzt kommt da etwas Entscheidendes. An jedem Ort herrscht mehr oder weniger ein anderes didaktisches Prinzip. Ich muss jetzt überlegen, wie steuere ich das alles, damit die nicht durcheinander kommen. Also, was mache ich in Landshut, was mache ich vor Ort und was mache ich in der virtuellen Akademie? Und das erzähle ich Ihnen nachher. Dazu habe ich die Hattie-Studie benutzt, um nochmal deutlich zu machen, was sind denn so unsere pädagogischen Prinzipien und wo macht man was am besten. Aber lassen Sie mich kurz das noch fertig machen. Dann habe ich Ihnen gestern kurz berichtet, wie der Meinungsbildungsprozess in der Organisation ist. Und wenn man, habe ich da eine Maus, da oben hingeht, in Bezug auf den Meinungsbildungsprozess, dann dauert es immer sehr lange, bis die Vorstände, die Gremien in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell erarbeitet haben, Entscheidungen getroffen haben, sodass man häufig den Eindruck hat, das ist nicht zielorientiert. Man kriegt also nicht so diesen knackigen Punkt drauf, Konzernvorstand hat entschieden, Townhall-Meeting, alle 500 Führungskräfte sind sozusagen eingetütet und jetzt wird umgesetzt. Sodass jeder merkt, wow, du kommst in Power und in Verantwortung. Und darüber geht verloren, wie gut wir eigentlich organisiert sind. Weil wenn dann mal was entschieden ist, dann sind wir da unten. Wir haben sofort verstanden, wie wir das jetzt am Markt machen müssen. Auf der Arbeitsebene schließen wir uns kurz, stellen uns die Referenten zur Verfügung und wir setzen das um und haben ein Angebot. Das ist also der Akademie-Teil. Und das hat mich 2 Jahre gekostet, zu erklären, wie gut wir eigentlich aufgestellt sind. Und heute weiß das jeder. Heute weiß jeder, was das für eine Stärke ist. Und das, was ich leisten musste, war das, was implizit da ist, was wirklich super funktioniert, immer wieder rauszuarbeiten, deutlich zu machen, in wenigen klaren Sätzen umzusetzen. Also bis so eine Folie dann entsteht, hat das 1,5 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, so muss ich es jetzt schreiben, damit ich mit allen da drin arbeiten kann. Und das ist der Prozess. Jetzt haben wir den Überbau. Und jetzt kommt die Frage, warum machen wir das alles? Und das ist ein ganz einfacher Zusammenhang, den ich jetzt schon in meinen vielen Jahren, wo ich jetzt in dieser Branche unterwegs bin, im Rahmen von Konsolidierung ganz deutlich überall nicht nur beobachten konnte, sondern das erlebst kontinuierlich am eigenen Leib. Wenn eine Organisation konsolidiert, dann macht sie Folgendes. Sie baut Infrastruktur zurück, sie baut Personal ab. Das heißt aber nicht, dass sozusagen gleich die ganze Arbeit weg ist, dass die Prozessketten weg sind. Nein, sie verdichtet. Ja, das sagen die nicht so laut, aber sie verdichtet. Also du bekommst einfach 30% drauf, du hast ein generalistisches Profil und musst das, wo früher 3 gearbeitet haben, alleine stemmen. Und bis das dann mehr oder weniger alles in den neuen Bahnen ist, entwickelt sich ein unheimlichen Selektionsdruck. Also der geht einmal von der Entwicklung an sich aus. Dann ist man natürlich bemüht, rauszukriegen, wo sind die ganzen Leistungsträger, wie kann ich die binden.
Und das Zweite ist, du überlegst dir bei jeder Investition, was ist der Return of Investment? Und das heißt, die Qualifizierer kommen massiv unter Druck, wenn sie nicht in der Lage sind, im Rahmen einer guten Kontraktverhaltung deutlich zu machen, wo hört denn deine Leistung auf und wo beginnt die Leistung in der Organisation? Und jetzt werde ich auch in dieser Organisation damit konfrontiert, dass mich die Vorstände fragen, also wenn du jetzt die Führungskräfte in der Form qualifizierst oder mein Backoffice oder mein Callcenter, wie verdient der dann mehr Geld? Ne? So ein ganz einfacher Zusammenhang. Das sagt er nicht so. Ich will es jetzt nur verkürzen. Und vor allen Dingen, er stellt mir die Frage, wie gehst du denn jetzt in unternehmerische Verantwortung? Also wenn das nicht funktioniert, muss ich dann nichts bezahlen, trainieren wir dann nochmal. Also wie machen wir das? Und das heißt, in der gesamten Organisation wächst diese Performance-Orientierung und auf unterschiedlichen Ebenen werden ganz andere Erwartungshaltungen zum Ausdruck gebracht. Und jetzt ist auf einmal jemand, der ganz brav bisher referiert hat im Seminar, das hat er gut gemacht, damit konfrontiert, wie macht er denn eine professionelle Kontraktverhandlung? Und wie zeigt er auf, pass auf, ich fühle mich verantwortlich, dass Kompetenz aufgebaut wird, die evaluiere ich auf. Und dort hört aber meine Verantwortung auf und dort bist du als Führungskraft verantwortlich, aus der Kompetenz, Performance und Erträge zu machen und das kannst du dann kontrollen lassen, aber bitte nicht mich. Wir evaluieren und du kontrollst. Das ist sozusagen die Unterscheidung. Das drauf zu kriegen im Sinn von, wie mache ich einen professionellen Kontrakt, in welcher Rolle bin ich unterwegs, wie lerne ich, wann ich eigentlich das System qualifizieren muss und wann geht es um die Qualifizierung von Personen? Auf dem Weg bin ich gerade, zeige ich dann gleich, wie ich das mache. So, kommen wir zu dem Teil virtuelle Akademie. Virtuelle Akademie hat heute folgende Funktionalitäten. Wir bieten also Lernprogramme an. Wir haben eine eigene Lernplattform. SWIN heißt die. So ein richtig ausdifferenziertes Lernmanagement-System. Wer sich von Ihnen damit beschäftigt, das ist ein Klicksprodukt. Dann haben wir jetzt angefangen, Webinare anzubieten. Wir haben internen Videokanal. Den können wir extern noch nicht freischalten, weil die Sparkassen nicht über die Technologie vor Ort verfügen. Wir haben mit Telecoaching experimentiert. Wir stellen jedem Teilnehmer die Unterlagen per Download zur Verfügung, sei es auf Tagungen, sei es in unseren Seminaren. Wir haben unsere gesamte Prozesskette vom Angebot, Ausschreibung, Anmeldung, Hotel bis zu, dass wir die Zimmertemperaturen in den einzelnen Seminarräumen regulieren können, digitalisiert. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen Account für Dozenten und Teilnehmer aufzubauen. Und das ist ein ziemlich sensible Angelegenheit, diesen Account aufzubauen, weil bisher bin ich immer über die Personalentwicklungsverantwortlichen vor Ort gegangen. Die haben angemeldet, die hatten die Macht. Ne? Und jetzt gehe ich auf einmal her und lade den Trainerpool, den ich aus den Sparkassen bekomme, selbstständig ein. Und vor allen Dingen, ich gebe den Teilnehmern, jeden Teilnehmer, der bei uns etwas macht, einen eigenen Account und eröffne ihm so die Welt, die bisher ausschließlich über die Personalentwicklung und über die Personaler gelaufen ist. Die Dozenten haben wir jetzt überstanden. Also es gab letztes Jahr ein großes Feuerwerk. Und jetzt gehen wir die Teilnehmer alle an, weil das ja unser Zielkundenmarkt ist. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, die in den virtuellen Raum mitzunehmen, sondern nur Schlüsselpositionen, dann habe ich zwar Ankerleute, aber wenn die wechseln, ist es wieder weg und darum muss ich sozusagen direkt zum Endverbraucher kommen, weil das Ziel ist, mit diesen Funktionalitäten einen Ort im virtuellen Raum zu schaffen, wo ich diese Marke Sparkassenakademie so platzieren kann, in anderer Art und Weise, wie das, was ich heute mit einem wirklich physischen Ort habe. Und das geht jetzt deshalb, weil die Sparkassen in derselben Umbruchbewegung sind.
Diese Funktionalitäten, die habe ich jetzt nicht innerhalb von 3 Monaten aus dem Boden gestampft. Die habe ich sozusagen programmiert schon seit mehreren Jahren. Und die kann ich jetzt scharf schalten. Und das wird aber nur deswegen gezogen, weil es vom Markt her kommt. Und ich finde diesen Markt das elementare Element im Sinn von Kulturentwicklung. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du sozusagen lauter Heroes in der Organisation, damit du etwas einführen kannst. Und es hilft dir keiner beim Ziehen. Aber in dem Moment, wo die meisten, die du brauchst, um etwas zu entwickeln, erkennen, du kommst nicht aus. Es besteht so große Relevanz, dass du da mitmachen musst. In dem Moment ist das Zeitfenster da, wo es funktionieren kann. Und ich habe das jetzt so gemacht. Also, vom Markt her gedacht. Die Zeit wird knapp. Wir holen den Betreuer am Arbeitsplatz ab. Also das, was ich vorher gesagt habe, in dem Moment, wo verdichtet wird, hat jeder weniger Zeit zum Lernen. Die kommen sozusagen nicht mehr zu dir. Jetzt komme ich zu ihnen. Ich fahre nicht mehr raus, auch das nicht mehr, sondern ich lade sie im virtuellen Raum ein. Ich kann ganz zeitnah umsetzen und der Berater oder mein Mitarbeiter, der bleibt in seiner Produktivumgebung, muss da nicht rausgehen, hat wieder einen Effizienzvorteil. Und es gibt keinen Medienbruch. Also ich habe sozusagen einen didaktischen Doppeldecker. Auf der einen Seite vermittle ich Inhalte, die jetzt notwendig sind. Und auf der anderen Seite benütze ich den Kanal, den er auch am Kunden benutzen soll. Und so lernt er während des Lernprozesses, wie bespiele ich diese Kanäle. Wenn er mit mir sozusagen in einer geteilten Software im Webinar sitzt, wenn er mit mir Telecoaching macht, wenn er sich selbst organisiert über ein Lernprogramm, das erwarten die dann auch vom Kunden, also von Ihnen, dass sie den Kontoauszugsdrucker bedienen können, dass sie selber Einzahlungen, Auszahlungen machen können. Das ist ja alles Selbstorganisation, was da stattfindet. Also nochmal, für mich ist dieser Markt und das, was da zieht, das Elementare, um etwas Größeres zu bewegen. Dann bin ich hergegangen und habe ein Projekt initiiert, vor einem Jahr war das. Der Ausgangspunkt war ein ganz einfacher. Ich habe mich mit Bernd und seinem Medienpädagogen im Frühjahr letzten Jahres zusammengehockt und habe gesagt, Frieder, jetzt erklär mir mal, was machst du da mit Bernd? Der hat ja im Grunde auch eine virtuelle Akademie, der ist ja voll im Netz vertreten, ne? Bietet ihnen eine hohe Dienstleistung an. Und dann habe ich gemerkt, okay, so wie der das zusammendenkt, die Elemente habe ich auch, jetzt habe ich die Marktanforderung. Und das kann ich genauso zusammendenken. Und dann habe ich das Projekt initiiert. Dann braucht es sozusagen Führung. Die Projektgruppe, die habe ich nur gebeten, orientiert euch an den Kundenbedürfnissen und überlegt, wie ihr mehr oder weniger diese Kundenbedürfnisse mit den Mitteln im virtuellen Raum unterwegs zu sein, wie ihr denen nachkommen könnt. Entscheidet selbst, über welche Kanäle machen wir welche Inhalte. Geht mir bitte für die Infrastruktur in Verantwortung. Ich habe Ihnen die Kompetenz gegeben, dass Sie selber Software in Lizenz ankaufen, mieten, wie auch immer können. Also man kann heute im Grunde, man muss nichts mehr kaufen. Wenn man ein Webinar aufsetzt, dann mietet man die Software. Die Software kostet für 2 Stunden 11,95 Euro. Und man schließt mehr oder weniger nur Datenschutzvereinbarungen ab, dass du nicht in irgendeiner amerikanischen Cloud hängst, also schlichtweg in Bezug auf Datenschutz generell, sondern dass das in Europa stattfindet. Aber technisch kann man das mehr oder weniger alles virtuell zusammenholen. Ich habe von extern das Coaching, was jetzt da mehr oder weniger notwendig war, Impuls über den Bernd. Dann habe ich mir Trainer geholt, die uns dabei unterstützt haben, wie macht man jetzt ein professionelles Telefoncoaching. Und ich habe mir unterschiedliche Formen von Software ins Haus geholt. Auf der Führungsseite mache ich jetzt so, dass ich mit jedem Bereich Zielvereinbarungen treffe. Und diese Zielvereinbarungen helfen mir im Sinn von Ausdifferenzierung. Welche Produktangebote machst du in dieser virtuellen Akademie? Und ich möchte, dass jeder Bereich
wenigstens ein Produkt als Angebot hat, um jetzt in dieser Phase 2016 zu lernen, wie das funktioniert. Zu lernen, was geht und was nicht geht. Und dann war ich immer ganz schnell in der Entscheidung. Wenn ich also vom Projekt etwas bekommen habe, einen Vorschlag, eine Anfrage nach Ressourcen, dann haben die innerhalb von 2 Stunden von mir eine Antwort gehabt. Und deswegen habe ich das in so einer kurzen Zeit auch geschafft, das hinzukriegen. Das Projekt hat die Mitarbeiter qualifiziert. Also wir haben richtige Qualifizierungseinheiten gemacht. Bei uns ist Qualifizierung ein ganz großer Hebel in der gesamten Organisation. Das zeige ich Ihnen nachher. Darüber kann man die meisten Ängste nehmen. In dem Moment, wo das jemand mal gelernt hat, dann traut er sich auch zu, es weiter zu vermitteln. Ich habe so etwas wie einen Erfahrungsaustauschkreis implementiert, also im Sinn von, da funktioniert es mit den Inhalten, da funktioniert es nicht. Webinare kann man auch benutzen, um andere Produkte zu teasern, also um Werbung dafür zu machen. Und ich bespreche in einer regelmäßigen Führungskräfterunde alle Mitarbeiter im Sinn von einer Portfoliobesprechung. Wer geht uns schon mit im Rahmen dieser neuen Anforderung? Wer hat Schwierigkeiten und wer verweigert total? Und das machen wir nicht selektiv, sondern wir machen es potenzialorientiert. Und diese Kultur habe ich gleich zu Beginn eingeführt, vor über 6 Jahren, dass ich mich mit den Mitarbeitern, also mit meinen Führungskräften zusammengesetzt habe und gesagt habe, wen habt denn ihr da? Und wie könnte man das ein bisschen nach Kompetenzprofilen rastern? Und wie könnte man das dann wertschätzen, potenzialorientiert so durchsprechen, dass wir immer erkennen, wo bleiben uns welche auf der Strecke? Wo müssen wir investieren? Und wo investieren wir nicht mehr, weil wir zu der Auffassung kommen, das schaffen wir auch nicht mehr. Das ist die virtuelle Akademie. Da steht sie jetzt gerade. Und warum ich glaube, dass es funktioniert, und zwar ganzheitlich, ist, weil die Sparkassen selber merken, dass sie anders an den Kunden ran müssen. Und jetzt gehe ich diesen Weg mit. Und das ausschlaggebende Prinzip ist in der Organisation, du musst das Fenster erkennen, in dem dann so ein Design anfängt zu ziehen. Kann ich es dabei belassen, virtuelle Akademie? Gut. Dann kommen wir zu dem nächsten Themenkomplex, den ich Ihnen vorstellen möchte, im Sinn von der Person zu den Systemen. Und da schildere ich Ihnen einfach mal den Vorlauf, den ich mir da gegönnt habe oder von dem ich gedacht habe, der ist jetzt notwendig, damit das überhaupt funktionieren kann. Als ich angefangen habe in der Akademie, ist ziemlich schnell deutlich geworden, dass wir wahnsinnig gut sind in den gesamten Fachbereichen, Fach und IT. Das beherrschen wir exzellent. Es gibt einen kleinen Teil Verhaltensorientierung, Führungskräftequalifizierung, aber es gab noch nicht dieses Bewusstsein dafür, dass es nicht ausreicht, wenn du sozusagen strategisch positioniert sein möchtest, dass du qualifizierst, sondern dass du auch immer überlegst, wie klinken deine Qualifizierungen ins System ein. Und jetzt, da habe ich schlichtweg Erfahrungen aus vielen anderen Banken, für die ich so verantwortlich war, habe ich geguckt, wie werde ich dort anschlussfähig, wenn ich mir so einen Plan setze, ich möchte in 7 Jahren dahin kommen, dass wir auch über Systeme reden. Ich habe immer so einen Rhythmus von der Zeit her als Führungskraft, die sagt, 3 Jahre brauchst du, um etwas zu lernen, 5 Jahre brauchst du, dass du merkst, wow, du kannst es jetzt richtig, und 7 Jahre braucht eine Organisation, dass das, was du versucht hast zu implementieren, nicht mehr umfällt, wenn du sozusagen als Haupttreiber weggehst. Jetzt habe ich nur ein Jahr auf dem Ziel. Angefangen habe ich
mit einem Coaching-Curriculum. Das heißt hier auf der Seite. Und da war ich noch sozusagen ganz marktnah. Also wir haben Vertriebscoaching gemacht. Ich habe mit allen Referentinnen und Referenten, die ich habe, das sind so an die 40. Ich habe alle Qualifizierungsbudgets eingesammelt, also bis auf die kleinen, man braucht immer so Hygienefaktoren. Und das mache ich von jeher so, dass ich drauf gucke, also wo ist die strategische Positionierung, wo musst du eigentlich hin und wie viel Geld steht dafür zur Verfügung. Und wenn man dann mal die ganzen Einzelbudgets einsammelt, die da sozusagen so ausgegeben werden in einem sehr individuellen Sinne, man macht es auch behutsam, indem man viel erklärt, dann hat man eigentlich meistens die Ressourcen, um so größere Dinge, um so eine gemeinsame Kultur zu gestalten, um die langsam aufzubauen. Und jetzt bin ich hier so vorgegangen. Ich habe mir jemanden geholt, einen Coach, der zwei Welten versteht. Einmal, was ist Coaching on the Job, Coaching off the Job und vor allen Dingen, der versteht sozusagen Banking. Ich brauche keinen, der übersetzt, sondern der sofort sagt, und so wendest du das beim Kunden an. Und das habe ich 2010 und 2011 gemacht, in 6 Modulen, 2 Tage. Und es hat sehr gut funktioniert. Darüber habe ich diese Bewegung, wir gehen vor Ort, wir gehen raus, trainieren am Arbeitsplatz, coachen Führungskräfte massiv unterstützt. Und darum bin ich dort, hat sich das gut entwickelt, bin ich da sehr stark unterwegs. Und wichtig war mir Haltung, Kontrakt, Formen und Skills. Dann habe ich von 12 bis 13, 12 bis 13, das ist da, ne? 12 bis 13, habe ich so eine Form von Qualitätssicherung reingelegt. Ich habe mir auch wiederum jemanden geholt, der zwei Dinge versteht. Auf der einen Seite die Sparkassenwelt oder das Banking generell und sehr viel vom Coaching. Und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit hypnotherapeutischen Ansätzen. Und ich habe mir jemanden geholt, der das gut kann. Und jetzt bin ich immer hergegangen und habe gesagt, dass der Reinhold Bartel war das, der leitet das Milton-Erickson-Institut in Innsbruck. Reinhold, mach Angebote, die sollen mit ihren Fällen kommen. Du bringst ihnen sozusagen immer kontinuierlich die Sprache bei, also Fragetechniken. Und das finde ich, das bringen die Hypnotherapeuten so mit im Sinn von in Verbindung mit dem Körper, mit der Haltung, so eine ganzheitliche Betrachtung. Das ist dann immer so eine Wohlfühlatmosphäre, die da entsteht. Und darüber haben sie die Skills. Also stell viele Fragen, stell gezielte Fragen und stell sie sozusagen strukturiert, unheimlich gut verbunden. Damit ist sowas, ich habe die nicht nur angetriggert, sondern die haben gesagt, das hören wir nie mehr auf. Das war eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und gleichzeitig in der Hypnotherapie ist es sehr häufig so, dass derjenige, der trainiert, das dann auch gleich vormacht. Und dann hat man immer so ein Rollenmodell, der sozusagen vormacht, wie geht jetzt Coaching in dieser Situation? Ohne es zu übertreiben. Also wir haben da nicht gemacht Phänomene, wir haben nicht gemacht, wie induzierst du bestimmte Zustände, sondern immer auf dieser Ebene Skills vormachen, ganzheitlich betrachten. Dann bin ich in die Situation gekommen, dass ich gemerkt habe, wir sind an zwei Orten ganz intensiv unterwegs und dieser dritte Ort, die virtuelle Akademie, die wird immer stärker. Und jetzt habe ich Unterscheidungskriterien gebraucht. Also, was macht man wo? Im Sinn von Qualitätssicherung. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt die Hattie-Studie? Hattie? Okay, dann vielleicht 3-4 Wörter dazu. Hattie ist ein neuseeländischer Bildungsökonom. Und der hat im Rahmen von Metastudien ungefähr 30.000 Einzelstudien ausgewertet. Und das Ziel war herauszuarbeiten, was wirkt wirklich in Lernprozessen. Lernen sichtbar gemacht, heißt der deutsche Titel des Buches. Und dann gibt es ungefähr so 135 Faktoren, die er bewertet hat, herausgearbeitet hat. Und die ersten 10
sind die, die wir immer schon gekannt haben, die uns aber bisher noch nie jemand in dieser Deutlichkeit vermittelt hat. Nämlich ist es die Beziehung zwischen Referent, Coach und Teilnehmer. Also die Art und Weise, wie der Coach den Teilnehmer einlädt, damit er mit ihm einen Lernprozess geht. Es ist die Art und Weise, wie man Feedback gibt. Und zwar jetzt nicht nur Feedback im Sinn von, wie schätze ich dein Verhalten ein, wie kommst du bei mir an, sondern welchen Lernweg schlägst du ein? Ist dieser Lernweg effizient? Welche Haltung nehme ich bei dir wahr in Bezug auf deine eigene Erwartungshaltung? Also, denkst du, du machst es exzellent oder sagst, mit einer 3 kommst du auch gut durch? Also ein sehr differenziertes Feedback auf unterschiedlichen Ebenen, das jeweils unseren Coachee oder unseren Teilnehmern deutlich macht, wie er seinen gesamten Lernprozess gestaltet. Ein drittes Element ist, dass der Trainer-Referent klar macht, nach welchen Modellen er arbeitet, aus welchem Frame heraus er wirkt. Kann ich es dabei lassen? Und da gibt es so 10 Hebel, die haben wir für uns herausgearbeitet. H-A-T-T-I-E. Ah, ich habe es ja da, schau. Da steht es. Ja? Also Selbsteinschätzung, Feedback, Klarheit der Lehrperson, Microteaching, Trainer-Teilnehmer-Beziehung. Und das habe ich in zweifacher Hinsicht benutzt. Einmal nochmal deutlich zu machen, auf was wir selbst Wert legen im Rahmen unserer eigenen Qualifizierung. Was sind so die Hebel? Ausgangspunkt war, weil die mich ständig damit konfrontiert haben, der Beamer funktioniert nicht, wir brauchen irgendeinen Touchscreen, also im Sinn von, wir hingen fest an den Schulräumen und wir hingen mehr oder weniger an den Äußerungen fest. Und das, was in dieser Studie so klar rauskommt, also klarer kann man es nicht mehr schreiben, ist, das ist nicht um die Umgebung. Ja? Das hat überhaupt keine Auswirkungen. Es kommt auch nicht darauf an, das, was wir früher immer diskutiert haben, also mehr als 20 geht überhaupt nicht, sondern signifikant merkt man das erst 50 größer. Es kommt auf diese wenigen Dinge an, wie klar der Typ ist, der vorne steht, wie einladend der ist und wie der sozusagen in Reflexion und in Resonanz mit seinen Leuten geht. Und das ist darüber sehr schön gelungen und darüber habe ich dann auch festgemacht, so, und jetzt haben wir eigentlich auch Indikatoren. Wann holen wir jemanden zu uns in die Akademie und machen das volle Setting? Wann gehen wir an den Arbeitsplatz raus? Und was ist möglich im Rahmen der virtuellen Akademie? Zu dem Zeitpunkt war das nicht so klar, wie ich Ihnen das jetzt sage. Im Sinn von, das hat einen Vorlauf. Und jetzt habe ich das mehr oder weniger, wie ich das haben möchte. Und dann habe ich jetzt angefangen mit dem systemischen Curriculum, mit dem Ziel, weil die Erfordernisse, die an uns herangetragen sind, ganz viele sind im Sinn von Return of Investment, wie wirkt das, was du da machst, wenn du vor Ort bei mir trainierst. Und ich in der Vergangenheit immer damit konfrontiert wurde, dass einzelne Trainer-Referenten zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe hier ein gutes Produkt, ich bringe das denen auch bei, aber die haben die Rahmenbedingungen dafür gar nicht. Also beispielsweise, ich trainiere jetzt mit denen bestimmte Kreditkompetenzen, aber in ihrem Aufgabenprofil stehen diese Kompetenzen gar nicht. Oder ich trainiere bestimmte Prozessketten, auf die können die gar nicht zurückgreifen. Was mache ich? Und es geht ja immer so, ja, hast du das da draußen gesagt? Nein, ist ja nicht mein Job. Und so ist mir in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, dass die Zeit immer reifer wird, da stärker reinzugehen. Und darum habe ich jetzt, und da habe ich Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Bernd, ich habe jetzt schon öfter dieses Curriculum Systemische Beratung genützt, um kulturbildend, kompetenzaufbauend zu wirken. Und jetzt habe ich die
erste Gruppe, die ist jetzt in diesem Jahr schon durchgelaufen, dazu qualifiziert. Wir haben ein Inhouse-Curriculum gestartet und in diesem Inhouse-Curriculum haben wir sehr großen Wert gelegt auf die Module, wie machen wir einen professionellen Kontrakt. Also im Sinn von, wo ist meine Verantwortung, wo ist deine Verantwortung? Auf welchen Bühnen bewege ich mich? In welchen Rollen bin ich unterwegs? Und was muss ich über das System wissen, damit ich das, was ich anbiete, so verdeutlichen kann, dass das nur unter diesen Rahmenbedingungen funktioniert? Und jetzt erlebe ich bereits etwas sehr Schönes, also es läuft jetzt ein Jahr und jetzt entstehen immer mehr Warum-Fragen. Warum, 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 warum machst du das mit uns? Ich habe das am Anfang erklärt, aber jetzt wissen Sie alle von Ihrer eigenen Ausbildung, erst wenn du mal alles gemacht hast, wenn die Zusammenhänge deutlicher werden, dann kannst du dir entweder die Warum-Fragen selber erklären oder du brauchst jemanden, der sie dir erklärt. Ich erkläre jetzt den Mitarbeitern immer, dass es notwendig ist, die Rahmenbedingungen zu besprechen, unter denen sie draußen unterwegs sind. Ich sage, wenn in dem Curriculum methodisch-didaktisch etwas drin ist, was wertvoll ist für deine eigenen Produkte und du traust es dir zu, so zu trainieren, dann übernimm das bitte oder sag mir, was du von mir, den Führungskräften, brauchst, um dort reinzukommen. Und das Dritte ist, wenn du methodisch-didaktisch so arbeitest, hast du eine hohe Chance, dass du deine Teilnehmer dabei unterstützt, die Persönlichkeit zu fördern im Sinn eines Rollenbewusstseins. Also in welcher Rolle bin ich unterwegs, auf welchen Bühnen spiele ich, wie mache ich einen professionellen Kontrakt, was muss ich sozusagen vom System wissen. Und wenn ich das jetzt in Analogie übertrage, dann ist das genau die Anforderung, die ich auch immer mehr von der Kundenseite bekomme. Und die ist ganz einfach, die lautet, du machst mit höherwertigeren Segmenten, das sind schlichtweg Menschen, die über mehr Geld verfügen als andere, mehr Geschäft. Diese Menschen wollen jetzt aber keinen grauen Menschen vor sich sitzen haben, sondern die wollen jemand, der zumindest strahlt. Also im Sinn von, die wollen Persönlichkeiten. Und wenn ich jetzt da kein Rollenbewusstsein habe, im Sinn von, ich berate ganzheitlich, ich weiß, wo meine Verantwortung ist, ich weiß, wie ich professionell einen Kontrakt schließe, ich weiß, wie ich dessen Bedürfnisse analysiere und ich komme hinten hin und sage, ich biete dir eine Lösung an und du gehst jetzt nicht ins Internet und holst dir das billiger, sondern wir haben jetzt eine Beziehung und du bist in Verpflichtung mir gegenüber, ohne dass ich das ausspreche, dann ist genau das, was ich brauche. Und das kommt vom Markt und da kommen jetzt zwei Dinge. Qualifizierungsinvestition muss Wirkung am Kunden, Kundenmarkt erzeugen. Also das ist diese Return of Investment Erwartung. Und zum Zweiten die Anforderung am Markt müssen wir über Betreuerpersönlichkeiten überzeugen. Also im Sinn von, du musst so in den Kopf deines Kunden rein, dass der ein schlechtes Gewissen hat, wenn ich sie jetzt berate. Und sie sagen, wow, diesen Konsumentenkredit, den könnt ihr jetzt irgendwo günstiger kriegen. Deswegen google ich mal schnell, gehe auf eine Plattform und schließe es da ab, weil der Invest hat mich ja jetzt ganz kompetent gemacht. In dem Moment, wo sie auf Kaufen drücken müssen, nee, kann ich ihm nicht antun. Der ist mir so viel wert, dass ich bei ihm bleibe. Und jetzt funktioniert dieses Curriculum. Und wenn ich damit vor 6 Jahren angefangen hätte, hätte keiner verstanden, warum ich das mache. Die hätten gesagt, hey, was hat denn das mit unserem Produkt zu tun? Das sind ja gar nicht unsere Inhalte. Also es wäre so weit weg gewesen von der Kultur, dass ich da diese Zeit gebraucht habe, um das so ganz langsam aufzubauen. Also beginnend mit Vertriebscoaching ganz nah am Sachverhalt. Weiterführung, nachhaltig. Milton Erickson, 2 Jahre, es hat 4 Jahre gedauert. Dann noch mehr reingehen zu sagen, was ist eigentlich unser Kerngeschäft, nach welchen methodisch-didaktischen Prinzipien machen wir das? Das hilft jetzt deutlich zu machen, an welchen Lernorten sind wir, warum unterwegs? Und jetzt zu sagen,
es reicht nicht mehr aus, dass wir nur Personen qualifizieren. Wir müssen zumindest erkennen, wo hat das System einen Qualifizierungsbedarf, um als strategischer Partner wahrgenommen zu werden. Das ist jetzt wieder der Schluss im Sinn von, warum muss ich mehr oder weniger von der Kompetenz, von der Haltung, von der Kommunikation eine andere strategische Positionierung im Kopf des Kunden erreichen, damit der jetzt nicht anfängt, in diesem Trubel, der jetzt langsam beginnt, mich durch viele andere zu substituieren, die ihm das versprechen. Meistens können sie es nicht halten, das ist wieder was anderes, aber ich bin dann draußen. Und dann wird es für alle Beteiligten sehr unökonomisch, weil die ja mit mir eine riesige Infrastruktur vorhalten, die sie dann nicht nützen und trotzdem bezahlen müssen, wenn ich ins Minus fahre. Und rein von der Führung her arbeite ich immer so. Ich denke vom Markt her, also ich fange an zu überlegen, was ist mein Markt? Wie verändert sich dieser Markt? Was gibt es da für strategische Implikationen? Dann überlege ich mir im eigenen System, ich bin jetzt wieder im eigenen System als Führungskraft, bin ich dafür aufgestellt? Wohin steuern meine Steuerungsinstrumente? Wenn ich jetzt weiter belohne, wir arbeiten im Seminarraum und gleichzeitig füllen wir die Betten, dann kann ich die virtuelle Akademie vergessen. Dann laufen wir da mit der Akademie am langen Sandstrand aus. Also muss ich mir überlegen, wie steuere ich das, wie belohne ich das, um den Rahmen so zu setzen, dass der mithilft, mitsteuert. Weil das, was ich gelernt habe, also was ich zumindest glaube, gelernt zu haben, ist, nichts steuert so stark wie die Aufbau-Ablaufprozesse, die Art und Weise, wie Kultur vorherrscht in einer Organisation, auf die Mitarbeiter. Da kann man mit Kompetenzaufbau, mit Einsicht, mit all dem, was so unser Handwerkszeug ist, rödeln ohne Ende. Wenn das System ganz woanders hinsteuert, dann brauchst du ja lauter Heroes, die immer als Helden dagegen kämpfen und es geht nie zusammen. Das Zweite ist, und da kommen wir auf die Ecke der Personalführung, dass ich mir immer überlege, wie operationalisiere ich dann die strategischen Ziele in Aufgabenziele? Welche Aufgaben hat jemand? Welche Kompetenzen sind damit verbunden? Das Dritte ist, wie unterstütze ich ihn? Also Coaching steht im Sinn von unmittelbar oder Qualifizierung, wie auch immer. Das Vierte ist, muss ich etwas für die gesamte Gruppe tun? Also muss ich es über viele hinweg multiplizieren und Kultur entstehen lassen, sei es in einzelnen Teams, sei es auf die gesamte Gruppe. Und das Letzte ist, wie halte ich das nach? Und ich habe mich als Pädagoge einmal lang gewehrt, miss es oder vergiss es. Tu es, miss es. Nicht viel, aber das, was du tust, miss es. Und das Letzte ist, versuch immer, das, was du erzählst, was du sagst, so zu artikulieren, dass es einfach ist. Das ist auch so etwas, was ich gelernt habe. Man hat mir früher immer gesagt vom Manager, Inders, du bist gescheit, aber es ist zu kompliziert. Mach eine Bildzeitungsüberschrift, ne? Headline. Und so gehen wir voran. Habe ich Jahre gebraucht, das zu akzeptieren. Aber nur wenn du Headlines hast, dann kann ja der andere beobachten, der dich ja nicht kontinuierlich sieht und dich einschätzen kann, okay, so handelt der, so redet der, das geht zusammen. Und dann vertrauen die dir immer mehr und lassen sie auf so einen Prozess ein. Und darum versuche ich dann auch immer, so Kernaussagen zu formulieren. In die virtuelle Akademie ist jetzt die Kernaussage, wir holen den Kunden am Arbeitsplatz ab. Der muss nicht mehr zu uns, hat keine Zeit, konsolidiert, ist mit was anderem beschäftigt. Aber unsere Dienstleistung ist, wir holen ihn da ab und gleichzeitig bringen wir ihm bei, wie er im Rahmen von den neuen Medien auch mit seinem Kunden umgehen kann. Von der Qualifizierung Einzelner zur Qualifizierung von Systemen ist jetzt das Schlagwort im Sinn von Curriculum. Seminarhotel öffnen und gleichzeitig den Kern erhalten, ist sozusagen die große Infrastruktur.
Weil wenn jemand im Rahmen einer Gruppe so sozialisiert ist, wie wir sozialisiert wurden, über 30 Jahre, ist alles, wir sagen dazu HSK 13, also Sparkassenrot, was nicht Sparkassenrot in der Schlange beim Essensanstehen hat, fremd. Und wenn jetzt da auf einmal die Blauen, die Gelben, die wie auch immer reinkommen, dann muss man das lernen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir selbst Baggerfahrer akzeptieren. Also wenn Wacker Neuson, so ein Mittelständler, international unterwegs, der nützt uns, weil wir Flughafennähe zu uns kommen, dann macht es auch keinem mehr was aus, wenn da 20 Bagger im Haus rumstehen, Rüttler, ne, Betonmischer, weil der darüber sagt, pass auf, ich hole 400 meiner Führungskräfte weltweit zusammen und dem will ich natürlich mein Produktangebot zeigen. Vor 6 Jahren hätten die mich da rausgeworfen. Hätte ich gesagt, geht gar nicht. Dann macht die Geschichte von Bernd, die Sendgeschichte, doch richtig Sinn. Ja, klar. Bloß, vielleicht darf ich nur eins sagen dazu, weil ja gestern irgendjemand von euch hat Geralt thematisiert. Das, was uns der Geralt mal schön gezeigt hat in unserer Phase, als wir uns noch sehr mit Gehirnforschung beschäftigt haben, das ist jetzt wieder weg, weil wir haben mal gedacht, das wird eine Leitkultur. Diese Überzeugung sind wir jetzt nicht mehr. Der Geralt hat uns sehr schön gezeigt, wie mehr oder weniger in den einzelnen Neuronen gebahnt wird. Also er hat uns so aufgezeigt, so ein Halbkreis als Neuron. Und dann hat er gesagt, der biochemische Prozess, der ist da wie so ein Reibeisen und reibt dir Kerben rein. Und das, was du also kontinuierlich immer tust, ist in dir so verankert, dass es wahnsinnig schwer ist, aus dieser Spurrille rauszukommen. Und vor 30 Jahren hat das mal jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendein OE-Guru gesagt, wir bezeichnen das als die Rache des Produktes. Also etwas, was du unheimlich gut kannst, das hinterlässt in unseren Neuronen so tiefe Spurrillen, dass du aus diesem Kanal nicht mehr rauskommst. Und jetzt machen wir das exzellent und die Sparkassler machen das exzellent. Sie machen es aber jetzt schon so lange, dass die Spurrillen so tief sind, dass es eben diese Zeit braucht, da sanft rauszukommen und dass du mit John Wayne Methoden oder revolutionär sein, da kommst du nicht weiter. Also das, was bei den anderen so funktioniert, im Sinn von, weil die selber so viel Bewegung drin haben, Ansage, setz mal um und der nicht umsetzt, fliegt raus, das ist nicht Kultur dieser Gruppe. Und offen gestanden, ich bin sehr dankbar dafür. Weil das habe ich, und ohne die anderen jetzt zu schimpfen, über diese turbulenten 1,5 Jahrzehnte in den Geschäftsbanken gehabt und zum Schluss hast du häufig nicht gewusst, welches Geschäftsmodell lebst du denn gerade, wenn du 4 im Jahr eingeführt hast. Und darum versuche ich mit Headlines die Köpfe meiner Zuhörer und meiner Mitarbeiter ständig zu besetzen mit ganz einfachen Aussagen, die ich immer wiederhole. Alle immer wieder. Und das hat sowas Kulturbildendes, dass ich das mittlerweile in unserer Sprache finde. Also wenn wir uns über Ressourceneinsatz unterhalten, sagen wir alle, ist das jetzt ressourcenschonend, was wir hier machen? Jetzt sei doch mal zieldienlich. Was ist denn jetzt die Lösung? Das Problem haben wir jetzt verstanden, aber jetzt seien wir lösungsorientierter. Haben wir den Kunden wirklich verstanden? Ich glaube, wir waren nicht empathisch genug. Ist es jetzt das System oder ist es der Einzelne? Ich finde es in unseren Produktbeschreibungen wieder. Also wenn Sie mal in meinen Katalog reingehen, dann gucken Sie mal unter Electronic Banking. Electronic Banking, das ist der verantwortlich ist, die digitalen Kabel zu legen, damit sozusagen die digitalen Prozesse funktionieren. Der beschreibt seine Kundenberatung quasi mit Ericssonschen Vokabular. Und der beherrscht das auch. Also ich sehe, dass es wirkt. Und jetzt zum Abschluss, das habe ich Ihnen erklärt, wir unterhalten uns dann immer, mehr oder weniger, das ist unser Kompetenzprofil, unser Portfolio, da halte ich nach, um den Überblick nicht zu verlieren. Und ich zeige Ihnen noch ganz kurz eine interne Folie, die Organisation für sich selbst beschrieben hat.
Und besser hätte ich das nach 6 Jahren nicht beschreiben können. Die ist entstanden im Rahmen einer neuen Arbeitgeberpositionierung, also im Sinn von, was sind unsere Stärken und wie können wir diese Stärken vermarkten, sodass diejenigen, die nachkommen, Lust haben, bei uns zu arbeiten. Und okay. Ich sag's. Hier steht Lernchampion. Also wir sind die Lernchampions. Und das heißt, Herausforderungen bewältigen wir über Lernen. Drum spielt Lernen bei uns so eine große zentrale Rolle. Nur um einen Vergleich zu sagen, ich habe auch ein Top-Potenzial-Entwicklungsprogramm für zukünftige Vorstände. Da geht es nur um Halten und Verhaltensorientierung. 6 Module à 3 Tage. Und wenn die dann wirklich Vorstand lernen, dann sitzen die 1 Jahr lang im Lehrinstitut, lernen Inhalte, strategische Positionierung. Und ich denke, dass man diese Zeit auch braucht, um etwas zu lernen und etwas zu bewirken. Also meine Überlegung ist immer, wie kann ich das System bei der Veränderung über Qualifizierung unterstützen? Drum arbeite ich mit so viel Qualifizierung hier. Dann, wir sind keine, die Schnickschnack und Blendwerk haben. Wir sind die einfachen, die kompetenten Nachbarn. Das ist, was uns sympathisch macht. Wir sind lieb und geduldig. Das sind wir in der Tat. Und deswegen kann man sozusagen ein hohes Vertrauen in die Belastbarkeit der Organisation haben. Also ich kann denen wirklich was zumuten. Da flippt man nicht aus oder sagt, ich schmeiße alles hin oder ich gehe aus dem Feld. Nee, da sagt man erstmal, okay, ich habe dir zugehört. Dann geht man wieder, dann sagt dir die Sekretärin, also die haben jetzt gar nichts verstanden, in 3 Tagen musst du die wiederholen. Und so baut man das ganz langsam auf. Dann sind wir sehr strukturiert und ordnungsliebend. Das, was man erwartet von jemandem, der Geld verwaltet, der berät. Deswegen versuche ich, überall Strukturen zu ziehen, wenn ich Veränderungen mache. Also ich lasse wenig offene Prozesse im Sinn von, dass ich sage, naja, jetzt gehen wir da mal rein und dann werden wir schon sehen, was rauskommt. Sondern ich erkläre immer gleich, warum, was machen wir, wie kommen wir da hin? Warum? Und das kriege ich immer vom Kunden. Was ist es und wie komme ich da hin? Dann, es gibt wenig Chancen für Musterbrecher. Also ich wäre so ein Musterbrecher. Und Musterbrecher müssen heute noch viel leisten im Sinn von, dass sie sich selber gut steuern, um anschlussfähig zu sein. Oder sie treffen auf sehr freundliche Kollegen. Ich habe hier einen Kollegen, der ist Personalleiter hier im Raum, den ich kennengelernt habe in so Gremien sehr früh. Und wir haben uns an der Sprache erkannt. Der hat also auch in Wiesloch seine Ausbildung gemacht. Der kam dann zu mir und sagt, kennen Sie Wiesloch? Sag ich, ja. Ja, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht und der hat mir dann geholfen zu verstehen, wie das in dem System funktioniert. Weil wir so langsam im Sinn von Meinungsbildung sind, braucht es viel Hierarchie. Also es ist eine kollektive Ansage. Und diese individualisierte Führung ist noch nicht so ausgeprägt. Und das heißt, in dem Moment, wo man das macht, wo man explizit führt, hat man einen unheimlichen Hebel. Das wirkt. Und dann kriegt man auf einmal diese Power, die man braucht, damit jeder Lust hat, da reinzugehen und mitzumachen. Wir haben echt Spaß am Leben. Also, wir sind schon die Lustigen. Wir lieben unseren Job. Es gibt eine gewisse Passion da drin. Manchmal ist es so, dass man außen erklären muss, ey, was ist denn das für eine geschlossene Gesellschaft hier? Wir sind ein gesundes Biotop, wo wir Schwierigkeiten haben, weil wir eine Familie sind, ist kontinuierlich in Konflikte zu gehen und ganz hart auszutragen. Das muss man wertschätzend machen. In dem Moment, wo man Daten, Fakten und Zusammenhänge bringt, darf man auch in einen Konflikt gehen. Weil man hat ja erklärt, wo es herkommt und warum es jetzt notwendig ist, dass man so viel da investiert. Wir haben keine großen Ziele. Das würde ich heute nicht mehr unterschreiben. Das kommt dadurch, weil viele immer nicht sehen, wie lang dieser politische Prozess ist, bis etwas entsteht. Wenn das dann da ist, wenn Mehrheitsmeinung da ist, dann wird sofort umgesetzt.
Wir sind sowas wie die moralische Instanz, also im Sinn von, das kommt daher, dass immer dann, wenn es in der Gesellschaft sehr eng wird, finanzpolitisch, dann sind bei uns die Kirchen voll, also die Häuser. Ne? Dann haben wir auf einmal Kunden ohne Ende, Einlagen, wo wir nicht wissen, wo wir sie hintun sollen. Und das erleben wir in Krisen kontinuierlich so. Wir sind umsichtig, aber auch vorsichtig. Deswegen muss man Zeit geben, um etwas auszuprobieren. Und wir sind reflektiert und reif im Sinn, es gibt keine Revolution, es gibt Evolution. Und darum funktioniert das, dass man immer Zusammenhänge erklärt und die dann auch runtermultipliziert. Und in diesem Sinne sage ich Ihnen jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.